Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren diabolischen Paradiesumsphäre, denn wir sind in der extrem Hardcore-No-Money-Challenge. Naja, wo die Regel zwar nicht ist, dass wir diabolisch sein sollen wie nichts, aber naja, wir sind es trotzdem, denn wir haben einiges Böses zu tun, wobei eigentlich tun wir sogar Gutes auf bösen Wegen oder so. Keine Ahnung. Kleinteilen wühlen. Warte mal, das müssen wir auch mal testen hier. Was habe ich eigentlich, mache ich eigentlich nicht. Wir wissen, was man damit also anstellen kann. Und dann reisen wir ins Reich der Magie. Wir müssen noch einiges lernen. Und Abklingzeit ist ja sowieso, weil wir mal geflirtet mit den Tinkerfrauen, die ja miteinander verheiratet sind, die Jasmin und die Tina. Hat aber nicht so geklappt. Rauferei, ja. Egal. Ich hätte zwar die Tinkers verkloppen können, aber ist egal gerade. Was Wichtigeres. Ja, weg. Wär's mal weg. Ist okay. Wär's mal weg. Hallo. Los. Ach. Nice. Ah, ist voll komplett weg. Cool. So. Mach das nochmal. Ganz schnell. Wobei. Ja, doch, ich. Jetzt machen wir es ihm komplett gut. Andererseits scheiß drauf. Wir sind ja eh nur kurz im Reich der Magie. Gehe ich mal von aus, dass wir kurz dahin reisen werden. Und ja, wir reisen da kurz hin. So. Ich gucke mal. Wobei ich will wissen, ob das geht. So. Ich will wissen, wer ist Fraunhofer? Was ist das? Ja, wobei, die werden eh nicht mitkommen. Ja. Gemma könnte man allerdings mitnehmen. So. Rein theoretisch. Ich will einfach nur wissen, ob das klappt. Ah, okay, Fraunhofer ist wohl eine Magierin. Ja, nehmen wir einfach die Magier mit. Nehmen wir einfach die Magier hier mit. So. Emilia, Grace, Sanvi. So, nehmen wir die einfach mit. Wobei. Wir können eine Magiegruppe aufmachen oder so ein Scheiß. Dass wir halt gegen die immer fighten können. Und das, weil die auch nicht aus der Kontaktliste gestrichen bekommen, weil sonst passiert das ja. Evil Plan, machen wir eine neue Gruppe auf. Evil Plan könnte man auch löschen, theoretisch. Ja. Ich denke, werden wir auch so machen. Andererseits, vielleicht behalten wir es erstmal noch. So, Gruppen. So, neue Gruppe. Einsamer Wolf, einfach mehreren Gruppen. Das ist auch wild. So. Und zwar Magie. Magic. Einfach. So. Jetzt hier gerne Magic. Magic. Es gibt hier kein Symbol für Magie. Rainbow. Nehmen wir Regenbogen. Wobei, nee, irgendwie sieht das doof aus mit dem Regenbogen. Mag keinen Regenbogen. Das hier vielleicht. Ist trotzdem vielleicht ganz gut. Ja, doch. Ja, doch. Weil es weiß ja niemand, dass wir Magier sind. Grace, Gemma, Emilia. Nee, nennen sie nicht. Aber wenn nicht. Durch, oder? Ja, doch, genau, sie auch. Prisha wahrscheinlich auch. Fehlt in den Augen. Ah, Sambi. Ah, nee, Layla Lopez auch. Genau. Nehmen wir Layla Lopez noch mit. Bei der einen weiß ich gar nicht, bei der, die ich weggemacht habe. Aber bei Layla Lopez weiß ich noch. So, genau. Und zwar hier dann einfach mit Magie die Aktion auswählen. So. Und zwar Magie verwenden, Magie lernen und so. Das müsste bei Unfug und Chaos sein. Ja, genau. Ah, wobei Objekte stehen, dann machen die das auch. Zauberwirken machen wir mal. So. Streiche. Nee. Was war das eine da? Mit dem Ohr. Musikhörner, okay. Das habe ich hier auch noch nicht gesehen bisher. So, mal das auch mal weg. Hobbys.
Ist hier wahrscheinlich auch nicht bei. Weil, doch Kessel verwenden. Weil das können sie auch machen. Aber hoffentlich Kessel verwenden für Magie, weil kann sie ihn auch für andere Dinge verwenden. Aber sieht man ja auch dem Bild ein bisschen. Aber ich will da nicht näher ins Detail gehen, weil ich nicht weiß, ob wir das schon mal gemacht haben irgendwo. Ich glaube nicht. Bin ich ganz sicher. Sozial. So. Spaß. Nur Chaos haben wir draußen. Tiere kümmern wir eigentlich auch was, aber ja. Okay. Okay. Gut. Dann sind wir durch. So. Ach so, Treffpunkte der Gruppe könnte ich vielleicht noch festlegen. Ja. Treffpunkt der Gruppe. Kann ich das auswählen? Bestimmter Ort. Aber nein, wir treffen uns nicht hier, sondern wir treffen uns im Reich der Magie. Reich der Magie, genau. Da soll sich. Hallo? Ah, okay. Genau. Super. Genauso wollen wir das haben. Wie sieht's eigentlich aus bei meinem Tja, 5000 Points? Gut. Reisen wir mal bitte. Aber wenn ich nicht weiß, ob wir die eh irgendwann verwenden werden. Vielleicht für was Nutzloses. Das Problem ist halt, ich kann meinen Hund nicht herbeirufen, weil wir müssen uns auf die Magie konzentrieren. Und der ist ja in guten Händen. Zum Glück. Deswegen gucken wir mal, ob wir ihn herbeirufen können. Und zwar. Die, den haben wir nicht in der Liste. Siobhan. Also gucken wir mal, ob wir Siobhan herbeirufen können, einfach. Also, ob die mit uns ins Reich der Magie reisen kann. Du wirst Siobhan da treffen. Ja, aber beim letzten Mal ging's ja nicht, ne? Leila Lopez, ich habe gehört, dass du dich mit Tina Tinker verkracht hast. Die Schnalle ist ein Volltrottel. Danke, Leila. Leila Lopez, sie weiß Bescheid, die hat den Durchblick. Ich sag's euch. Und die hat guten Geschmack. Ich meine, die kann uns leiden, aber Tina Tinker nicht. Das ist immer positiv. Ah, hätte ich sie doch mitgenommen. Ah, als hätte ich's gespürt, dass da was kommt. Das ist positiv. Normalerweise kommt der. Ich hab gehört, Tina Tinker mag dich nicht. Muss ich mit der anfreunden? Ja, das kommt normalerweise. Ach so, wir sind normal gereist und nicht ins Reich der Magie. Verdammt, ich hab das verkackt. Jetzt müssen wir unnötig irgendwo abhängen. Ja, können wir halt hier hin und dann reisen wir wieder ins Reich der Magie. Ist halt. Ja, ist halt belastend irgendwo. Ja, tja. Aber ich habe ihn auch ganz gut getroffen. Obwohl ich mit dem Ganzen nicht so zurechtkomme bisher. Mit dem Tiere erstellen und anmalen und so und so. Ja. Mit dem Tool noch nicht klargekommen. Nie klargekommen. Aber dafür ganz gut getroffen. Wenn auch nicht zu 100%. Also in Real Life da. Ja. Ist das halt ein bisschen anders bei ihm. Aber ist okay. Weil so ist das Gefühl, als wäre er mit am Start und, naja, wie soll ich sagen, er muss dabei sein. So. Und er wird auch dabei sein, nicht nur hier, nicht nur in Real Life, sondern auch in meinem ersten Buch, was ich am Schreiben bin. Weil da heißt es: Einsamer Wolf mit seinem Hund, mit Joey, gegen
die Zombies und Menschen. Und in einer Zombie-Apokalypse wie in The Walking Dead. Hoffe ich darf The Walking Dead einfach so erwähnen. Und hi, Siobhan, schön, dass du da bist. Dann lass uns mal eben kurz plaudern. Beleidigen. Behaupten, kriminell Superman zu sein. Ja, wahrscheinlich. Als ob ich das sagen würde, so, Siobhan, ich bin kriminell Superman. Hast du Bock, mit mir in die Wolken zu schauen? Nee. Nach Tag fragen. So, machen wir mal. So, von Hunden schwärmen, ja, auf jeden Fall, das mache ich sowieso. Das mache ich sowieso. Das mache ich sowieso. Verschwörungstheorie. Nee. Außerdem, bei mir sind es keine Theorien, das sind, ja. Also, das sind halt keine Spekulationen, keine Theorien, das ist die Wahrheit, was mir durch den Kopf geht, deswegen, ja. Falls ich eine Verschwörung sehe, ist dann eine Verschwörung. So. Kennenlernen und dann wollen wir, nein, wir wollen beleidigen, ja, genau. Ne, Apokalypse kann man auch mal beschreiben, so will. So. Aber dann könnt ihr auch ins Reich der Magie gehen, weil, ja. Wo ist denn hier die Scheiße? Ah, stimmt, wir müssen auch Rechnung bald bezahlen, wahrscheinlich. Romantikfestival. Hä, keine Zeit für Romantikfestival eigentlich. So. Kle. Auf. Auf. So, ich muss sie kurz zurücksetzen. Und bitte kurz einmal abbrechen alles. Weil wir kannten sie ja. So, kurz zurücksetzen. Und, kann ich den kurz hier porten? Wo ist denn. Claire ist verschwunden? Scheiße. Oder ich habe mir nicht gemerkt, wo sie war. Scheiße. Nee, sie war hier lang, ne? Also. Scheiße. Okay, hier ist sie. Hierher teleportieren. Warum? Kann ich sie irgendwie aufstellen? Leben nehmen. Nee, wen suchen? Tanzen zum Hochzeit. Was denn? Nur Björn Bjergsen heiraten? Was? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Könnten wir mal auswählen, aber die sind doch schon verheiratet. Oder heißt das, dass sie nie wieder heiratet? Warte! Aufhören. Nein, ich will kein Geld geben. Ich will dir kein Geld geben. Ich möchte mich vorstellen. So rum. Ich möchte ihr Geld nehmen, ja, aber. Da ist was anderes. Mir clever. Außerdem hast du Augenringe. Ja. Reden wir über die Weltherrschaft oder was? Was ist da los? Also ja, du kannst gerne dabei mithelfen, clever. Ist okay. Reden über die Welt, der Show. Reden. Nein, ich will den Müll auch nicht wegwerfen, ey. Wenn ich das versehentlich ausgeweckt ausgewählt hätte, ich wäre so richtig mad gewesen. Was will ich bringen? Oh, sieh mal, Kunde. Cool. Shit, von Hunden schwärmen hätten wir auch auswählen können. Wo ist eigentlich Siobhan? Kann die sich auch mal herporten? Also echt unverschämt von ihr. Mana Ota. Nein, ich hab dich gekillt, um meine Ruhe zu haben. Alter. Manche Menschen gibt's, ne, Luna. So. Graben können wir auch noch schätzen, theoretisch. Aber haben wir auch nicht die Zeit. Wo ist Shivan hin? Ist sie noch hier? Da ist Shivan, okay. Wobei ich kann sie herholen, stimmt ja, ist ja eine Gruppenversammlung. Zusammen hier hingehen kann man auch mal machen. Weil es ist ja nur freundschaftlich bei Clara, bei Shivan. So. So, ja, Gefahr. Oh, Jarjuk. Kann auch Fotos teilen. Ah, okay, sie geht sogar. Ja, wobei, dann stellen wir uns auch noch Luna vor, einfach. Achso, kennen wir schon. Stimmt, ist mal mit uns in den Idolen. Waren wir nicht ganz sicher, ob wir sie schon mal gesehen haben. Genau, bla 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 bla. So ist richtig. Okay. Luna macht auch mit. Warum nicht, wenn wir gemeinsam Faxen machen? Solange sie keine Mitläuferin ist, weil. Naja, aber andererseits. Wobei ich will keine Mitläufer haben, die mir folgen. Niemand soll mir folgen. Also, im Reich der Magie kann mir vielleicht Siobhan folgen, wenn sie noch da ist. Weil, naja. Anscheinend ist sie es, aber ich sehe sie nicht. Wo ist hier?
Ah gut, vielleicht ist sie ja langsam erschienen. Jetzt hätte ich gerne meinen guten Kompass dabei, den guten Rakes. Er ist echt der beste Kompass, den es gibt. So, im Wald, im Forest, da brauche ich den eigentlich immer dabei. Anders geht's nicht. So, also was heißt, ja doch, genau, kann man so sagen. Auch cool hier mit den Wasserfällen und so, richtig cool. Aber nur schade, dass größtenteils der Welt einfach Deko ist, so. Das hasse ich. So. Oder was heißt, ja doch, das hasse ich. Doch. Oder Verachtung. Verachtung oder Hass oder beides, je nachdem. Falls überhaupt beides möglich ist, gehen wir mit der Siobhan da rein, gehen wir mit der Clara da rein, gehen wir mit Luna da rein. Machen wir eine Party, wenn das geht. Wir machen Party im Reich der Magie. So. Ah, das ist Siobhan, ja. Loot. Tschüss, keine Ahnung, wer du warst. Erwirbelnde Sprudel scheint in ein Reich jenseits unserer Realität zu führen. Traust du dich, die Schwelle zu überschreiten? Ja, natürlich. Wir waren schon längst da, Spiel. Aber andererseits gut, dass es die Optionen gibt, falls man da. Wobei man kann da eigentlich nicht versehentlich draufklicken, außer man möchte. Ja, doch, wenn man es noch abbrechen möchte, ja. Ja, doch, genau, falls man sich anders überlegt, weil man noch irgendwas erledigt haben will, irgendeinen Feiertag oder so, oder was weiß ich nicht. Ist okay. Ist in Ordnung so. Ja, da liegt die Maus. Achso, den Namen habe ich ihm übrigens in Real Life gegeben. Ja, fiel zuerst nichts ein und dann dachte ich mir, ja, das ist ein passender Name. Das ist ein passender Name. Passt doch super zu ihm, der Name. Auch wenn er sich natürlich denkt, ist mir egal, wie ich heiße. Das ist mir egal. Kannst es einem Hund einen richtig beschissenen Namen geben oder einer Katze und das interessiert ihn nicht. Ist denen ja egal. Und die konzentrieren sich halt auf das Wesentliche. So. Naja, das ist halt auch wichtig. Ja, das sind Nachbarn im Haus, Schatz. Jo. Ich schmeiße die nachher wieder raus. Jo. Ach, ja. Habe ich das überhaupt eigentlich erwähnt? Irgendwann hat man Nachbarn im Haus gejagt. Das war lustig. So. Ihr seid ineinander gespawnt, ne? Ihr beiden, ne? Ja. Ich wollte es nur erwähnt haben. Gamma, hey. So, ah, okay, sie ist in Magic dabei. Wobei, warte mal. Wenn Gamma ja hier ist, dann lass doch direkt ein Duell mit ihr machen. Ich scheiß mal auf die Leute, die hier mitgekommen sind. So. Mit denen kann man immer noch reden. Magisches Duell, ja. Um Wissen duellieren, sofort, 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 weil. Dann machen wir das eben. Komm, komm. Will! Will! Steh nicht blöd rum, die blockieren gerade den Ausgang. Gamma kann nicht weg. Hoffentlich. Komm, mach, nutz das aus. Ausnutzen. Der Fehler der Entwickler. Ach, ja, hast du noch keine Magier. Super. Ich hasse diese Entwickler, ne? Und Siobhan möchte mit mir Spaß haben, anscheinend, okay. Gruppenversammlung von Magic hat begonnen. Was? Hey, das habe ich so nicht gesagt. Ich hatte einfach Versammlung ohne den Anführer. What? Was für? Das habe ich doch nie im Leben gestartet, oder? Oder bin ich dull? Ich glaube nicht. Also an sich kommt das schon mal vor, dass ich ein bisschen dull bin, aber ich glaube, das wird einfach ohne mich gestartet. Was für ein Scheiß, ey. Nee, das könnt ihr auch vergessen. Was für das startet ohne mich? So, habe ich nicht genehmigt. Wobei andererseits das gut ins gestartet ist. Stimmt. Ja. Aber das ist manchmal der Hothead. Der sture Hothead. So. Eine alte Oma. Also die müssten eigentlich fertig machen, die Oma da. Ist richtig mit unserer Magie. Okay, Siobhan hat keinen Bock zu reden. Ist okay, ich auch nicht. So, aber Luna wäre auch cool, wenn die eine Magierin wird. Ich finde, das passt irgendwie zu ihr. Wo ich das gerade
Sie gerade einmal im Reich der Magie hatte. Keine Ahnung, wer du bist, Lady, aber lass uns mal kennenlernen. Dann können wir uns auch herausfordern gegenseitig. Kann ich dich herausfordern und so? Und die Oma auch? Und dann passt das. So. Aber dann werden wir auch noch kurz hier mit Hana Yamamoto reden. Und mit dem anderen Heini. So. Ungezähmte Magie. Bitten. So. Genau. Ich möchte gerne euch alle kennenlernen, dass ich euch fertig machen kann. So, gehen wir nach oben. Aber wir werden halt die Magie auch nicht missbrauchen, sozusagen. Irgendwas Schräges geht bei den Ruinen vor, sollen wir nachsehen. Nee, was Schräges geht auch hier vor, deswegen. Ja. Sowohl als auch, Kollege. Da ist ein Duell auch am Abgehen, okay. Ich kann mein Wissen nicht mit jedem X-beliebigen. Das ist das falsche Bild. Die ist keine Waisin. Und außerdem kenne ich sie bereits. Ey, das ist verbuggt. Was für eine Scheiße. Wir sind Best Friends. Ja, ne, Zauberunterricht, ey. Ist einfach verbuggt. Also, den Bug hatte ich bisher auch noch nicht, also. Ja. Weil eigentlich muss das ja gehen. Sie kennt uns ja. So, wir können sie auch fragen, sonst geht das ja nicht. So ging ja auch letztens, aber jetzt anscheinend nicht. Ja gut, dann müssen wir dich mal. Kannst du mal dich verschwinden hier? Nee, kann sie nicht, schade. Entrichtet werden, nice. So. Also ein Duell, ja. Gucken wir uns mal an. Wer gewinnt hier? Deine Duld oder Thomas? Genau. Oh, die eine ist mit einem Duell hier. Fast die Sanvi. Die Sanvi oder so. Keine Ahnung. Oh, Siobhan will was essen. Cool. War das nicht auch so ein Together-IP, dass Siobhan vorbeikam? Hey, ich möchte was essen und so. Hast du Bock? Luna ist auch hier gelandet? Krass. Ja, dann möchte ich mal zusammen kochen. Mit der Luna, mit der Clara, mit der Siobhan. Wobei, eigentlich kann man die auch alle herlocken, so, wenn wir eh schon mal dabei sind. Also geht nicht mehr, okay, schade. Dann. Weil je mehr Leute wir aus den Räumen rauslocken, desto besser, ne? Ach, Siobhan will schlafen, ja, Pech gehabt. Heute sind solche einige Dinge passiert, die so wert werden, auf Soziallose gepostet zu werden. Wüsste nicht was, weil ich werde nicht schreiben, jo, ich bin Magier geworden. So. Nice, Gehilfe. Aber was für Gehilfe also? Ich habe Gehilfe wahrscheinlich. Und von wem lerne ich das gerade, diese Weg? Ich sehe die hier nicht mehr. Aber ja, wie gesagt, das war verbuggt. Andrea Kaiser müssen wir auch kennenlernen. Weil je mehr Leute wir hier kennen, auch den Dulli hier, den Daryl Charm, dass wir hier so viele Magier mit Magier wie möglich kennenlernen. So, das Problem ist auch, meiner muss auch bald schlafen. Das heißt, dann später mit den Heinis. Junge. Und wir müssen noch was klauen, das ist das Problem. So. So. Na, shit, hier ist der eine Heini. So. Nehmen wir mal das Bild hier mit. Das hier. Aber ich werde auch nicht gehen, bis wir was gelernt haben hier. Weil dafür sind wir extra hier und so. So. Ah, krass, ist einfach verbuggt bei der Einweisung. Grace! Gracie! Ist sie nicht auch in Magic? Ja, ne? Ja, cool. Ja, wollte ich gar nicht wissen. Cool. Fürs Erste halt. So. So. Was ist los? Gut. Dann. Ja, du kannst auch das während des Essens stehen, ja. Oder stehen während des Essens, je nachdem, wie man es formulieren möchte. So, die Frage ist halt nur, wie machen wir das, dass die Weisung verbuggt ist und können wir da was gegen machen? Weil nicht, dass ich mir das anders beibringen lassen muss. Aber egal, wir haben erfolgreich einen Gegenstand mitgehen lassen.
Und naja, magischen Kenntnisse der magischen Künste finden immer mehr Anerkennung. Jeder Griff hat ein magisches Care-Packet mit Gegenständen des täglichen Bedarfs im Briefkasten auf. Was soll ein Briefkasten sein? Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, was ein Briefkasten ist. Keine Ahnung. Ich habe keinen Briefkasten. Ist ein Gerücht. So, bitten. So, beizubringen. Und hier auch bitten beizubringen. So. Bitten beizubringen. Wenn nicht, müssen wir gucken, dass wir die töten oder so. Und uns dann nochmal anfreunden. Den, die danach kommen. Scheiße. Eventuell ja. Nice. Cool. Betörung. Aber das hilft uns auch nicht weiter, wirklich. Weil wir können ihn halt nicht auf uns selber anwenden, aber gut, dann wäre es auch zu OP. Andererseits, du hast halt auch ein Haushaltsmitglied, weil wir können jetzt andere miteinander knutschen lassen. Also erfolgreiches Flirten ist immer garantiert. Ja, wo ist denn jetzt hier eine hin? Wo sind die? Hallo? Ist sie disappeared oder was? Ne, hier ist sie doch. Meine Güte, ey. Ohnmächtig geworden, was? Ja, super. Ist ja ganz toll. Tja, ey, das muss doch nicht sein. Jetzt weiß ich auch, warum Schewand auf der Bank Nickerchen gemacht hat. Meine Fresse, die übertreiben ja auch komplett, ey. Also so wie immer. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Ciao.